Das nachfolgende Video zeigt die wichtigsten Montagearbeiten eines Stahlgerüsts Volcano Reloaded, das entwickelt wurde, um den spezifischen Kosten- und Flexibilitätsbedürfnissen gerecht zu werden und die Montage zu vereinfachen. Dieses Gerüst bietet den Vorteil, durch einfache technische Lösungen ein ästhetisch hochqualitatives Ergebnis zu erreichen. Das gezeigte Beispiel bezieht sich auf einen Aufzug mit 4 Haltestellen, der an einem vorhandenen Gebäude installiert wird und mit einem einzelnen Zugang und rückseitig eingebauter Mechanik versehen ist. Voraussetzung zu Beginn der Installation ist die Errichtung einer Schachtgrube und die Durchführung der erforderlichen Mauerwerke. Bevor man mit der Montage beginnt, ist es wichtig, das Set anhand der beiliegenden Verpackungsliste auf Vollständigkeit zu überprüfen. Während der Montage können Sie sich zudem auf das Handbuch und die Zeichnungen beziehen, die im Lieferumfang enthalten sind. Als erstes werden die 4 Schachtgrubenständer positioniert, die mit einer Grundplatte versehen sind, um daraufhin am Schachtgrubenboden befestigt zu werden. Hier werden 2 Standardständer 100 x 100 mm an der mechanischen Seite und 2 Slimständer 45 x 120 mm verwendet, um über einen ausreichend großen Raum zur Installation der Etagentür zu verfügen. In Gegenwart von sehr engen Räumen können auch Ständer des Typs Wide verwendet werden, die an einer Seite 100 mm messen und an der anderen veränderlich groß sind, bis zu 270 mm. Sodass die mechanischen Elemente auch im Inneren des Ständerhohlraums installiert werden können. Nun ist es Zeit, die ersten Querträger am Boden der Schachtgrube zu befestigen. Den ersten Querträger auf Höhe der ersten Ständerlöcher positionieren und mit Mutterschrauben M8 befestigen. Alle Querträgerbefestigungen an den Ständern werden mit Gewindestangen durchgeführt, die in Langlöcher eingesetzt werden. Dadurch kann die Montage schnell und sicher durchgeführt werden. Die Querträger an der Türober- und Unterseite werden durch Langlöcher 9 x 50 mm befestigt, die eine Einstellung und Anpassung an das Türmaß mit einer Toleranz von plus minus 20 mm gestatten. Denselben Vorgang zur Montage aller anderen Querträger an den ersten Quadern der Ständer wiederholen. Nachdem die Querträger montiert worden sind, werden die Verstärkungsplatten an der Verbindung Ständer-Querträger befestigt. Um die Montage fortzusetzen, prüft man anhand der Konstruktionszeichnung die Länge der zu verwendenden Quader. Um die nachfolgenden Ständer zu verbinden, das entsprechende Hülsenset verwenden. Danach die Endteile der Ständer mit den mitgelieferten Linsenkopfmutterschrauben M8 verbinden. Die Gerüstmontage fertigstellen. Jetzt wird das Gerüst lotrecht eingestellt, um es dann endgültig durch 4 Spreizdübel am Schachtgrubenboden zu positionieren. Das Befestigungsset des Grubenbodens besteht unter anderem aus Platten, die als Distanzstücke zum Fluchten dienen. Nun werden zur weiteren Gerüstbefestigung im Inneren der Querträger und in der Nähe der Ständer Verankerungsdübel, nämlich Spreizdübel oder chemische Dübel, je nach Beschaffenheit des Untergrunds, an der Treppenseite montiert oder an der Frontseite der Haltestellenböden. Bei dieser Installation ist die Struktur ohne Dach und die Ständer sind direkt an der Decke der Treppenabdeckung befestigt. Nun ist das Gerüst rechtwinklig, gelotet und endgültig an seiner Unterlage und am Gebäude befestigt. Bevor der Aufzug montiert wird, sollte die Verkleidung an der mechanischen Seite montiert werden, um zu vermeiden, dass später die Montage durch Schienen oder mechanische Organe erschwert wird. Dies ist jedoch nicht unbedingt notwendig und kann von Fall zu Fall entschieden werden. Volcano Reloaded ist ein Gerüst, bei dem die Ausfachung im Rauminneren oder auch außen montiert werden kann, je nach gewünschter Innen- oder Außenmontage. Letztere ist die Regel, wenn Glasscheiben an der Türober- und Unterseite montiert werden und der Aufzug keine Kabinentüren hat.
Hier sehen Sie die Abläufe der kopfseitigen Montage einer 12/10 Blechplatte mit Lüftungsschlitzen, die zur Schachtbelüftung dienen. Die Winkelprofile der Glastür montieren und an die zuvor entsprechend gelochten Querträger und Ständer mit Hilfe spezieller Kugelkopfschrauben befestigen, die später auch zum Einrasten der Glashalterungsprofile aus Aluminium dienen werden. Auf die Innenseite der Winkelprofile ein Klebeband anbringen, das das Profil vom Glas trennt. Dieses Band dient jedoch nicht als Dichtung. Wenn sich die Ausfachungen und Profile im Außenbereich befinden, müssen sie mit Silikon versiegelt werden. Nun kann die Ausfachung montiert werden. Bei Glasscheiben sind entsprechende Distanzstücke aus Kunststoff zu verwenden, die zwischen den unteren Querträger und die Glasscheibe eingesetzt werden. Die Ausfachung wird dann abschließend mit den entsprechenden Einrastprofilen befestigt. Auf dieselbe Weise wird das Gerüst an der mechanischen Seite verkleidet. Nun können der mechanische Teil und die Aufzugstüren montiert werden. Wenn alle Türen montiert worden sind, kann die Verkleidung fertiggestellt werden. Hier sehen Sie als Beispiel, wie eine Glasscheibe an der Türoberseite zwischen zwei Slim-Ständern montiert wird. Der Reihe nach die Winkelprofile, das Trennband sowie die Glasscheibe mit den Distanzstücken montieren und die Montage mit den Glashalterungen an der Schachtaußenseite beenden. Beachten Sie bitte, dass das System der Winkelprofile und Glashalterungen vollständig reversibel ist, sodass man sich noch während der Installation für die Innen- oder Außenmontage der Glasscheibe entscheiden kann. Das Gerüst Volcano Reloaded ist zudem zur Montage von Flügeltüren vor den Ständern geeignet. Diese spezielle Konfiguration, bei der die Querträger ebenfalls an der Ständeraußenseite montiert werden, ist besonders für Installationen in sehr engen Räumen von Vorteil. Insbesondere dann, wenn an der Rückseite Ständer des Typs Wide montiert werden. Hier sehen Sie den Ablauf der Montage der Tür, der Glasscheibe mit den seitlichen Fertigungsprofilen und ihre Befestigung mittels Winkelprofilen an den Querträgern. In diesem Fall werden zusätzliche Innenabdichtungen geliefert, die man an den Querträgern anbringt. Danach werden alle anderen Verkleidungstafeln montiert. Nun können die Aussparungen der Tür, in diesem Fall an zwei Seiten, verkleidet werden. Die Verkleidung lässt sich mit Hilfe selbstschneidender Schrauben oder beidseitigen Klebebands oder auch mit einem geeigneten Klebstoff an die Türrahmen und Gerüstständer montieren. Bitte beachten Sie, dass diese Verkleidung nicht als Türverstärkung bzw. Unterstützung dient. Sie muss mit den Querträgern des Gerüsts fest verbunden werden. Nun ist die Aufstellung des Gerüsts abgeschlossen und der Aufzug kann montiert werden. Das Modell Volcano Reloaded ist mit verschiedenen Zubehörteilen wie Bühnen, Geländern, Matten oder durchsichtigen Verkleidungen, Kragdächern und Dächern erhältlich. Zur Verstärkung sind Klemmstücke, Teleskopstützen, Verstrebungsstützen und Stützkreuze vorgesehen. Das Modell Volcano gibt es in mehreren Ausführungen, damit es sich an unterschiedliche Glasverkleidungen anpassen lässt. Glimmerartige Ausführung, Anthrazitgrau und Rauchglasgrau. In allen RAL-Farben. Hier eine Struktur in RAL 4004 mit milchweißen Glasscheiben. Eine Struktur in RAL 8015 mit bronzefarbenen Glasscheiben und eine Struktur in RAL 5015 mit durchsichtigen Glasscheiben. Zur Montage und Einstellung sowie Befestigung des hier gezeigten Gerüsts benötigt man schätzungsweise 2 Tage und für die Verkleidung weitere 2 Tage. Das Montageteam besteht in der Regel aus 2 Arbeitskräften.